So, hallo, hallo, ihr Lieben. Ja, ich mache jetzt mal einen kleinen Spaziergang mit euch hier am Strand. Und schau, dass es aber nicht so windig ist, um euch die erste Frage oder zwei Fragen, die gestellt worden sind, unter meinem Post zu beantworten. Und zwar, wie kann ich Höhenangst, Flugangst, Angst mit dem Auto lange Strecken zu fahren, ich muss leider die Brille aufsetzen, ist echt zu hell, überwinden, Prüfungsangst überwinden. Also jegliche Angst. Und das ist ja dieses unglaublich große Thema der Angst. Angst ist alles, was uns daran hindert, Dinge zu tun, die wir eigentlich tun möchten, die uns eigentlich Spaß machen würden, wo wir schauen, hier, guck mal, hier, Kitesurfen, ja? Kitesurfen, es hat jetzt ganz, ganz wenig Wind. Aber auch ganz, ganz viele Leute, zum Beispiel, jetzt hole ich ein bisschen aus, haben Angst, zum Beispiel gewissen Sport zu machen, Kitesurfen zu machen, was mit Höhe zu tun hat, alles Mögliche, diese ganzen Ängste zu überwinden. Darüber soll dieses Video gehen. Und bei allem, was Angst macht, ja, ist es ganz, ganz wichtig, dass ich weiß, wovor habe ich eigentlich Angst? Und warum habe ich Angst? Was nehme ich an, das passieren könnte? Und wovor habe ich dann Angst, ja? Prüfungsangst. Ich habe doch bei einer Prüfungsangst habe ich doch Angst davor, dass ich durchfallen könnte. Ich habe Angst vor den Konsequenzen, wenn ich versage. Versagensängste. Punkt. Ja? Das sind ganz klare Versagensängste. Es sind die Angst zu versagen. Es ist die Angst, dass ich Ansprüchen nicht genüge. Es ist der Gedanke da, was sagen die anderen? Es ist die Angst da, nicht zu genügend Kritik zu bekommen, nicht gut genug zu sein. Das ist mal die eine Angst, ja. Und diese Angst sind wir alle in möglichen Lebenssituationen getrieben oder eben zurückgehalten. Versagensängste für Männer zum Beispiel im Sex. Großes, großes Thema. Aber auch für die Frau. Versagensangst im Sex, jetzt mal ohne Witz. Zu versagen, dass der Mann nicht gut genug sein könnte, das nimmt die Frau oft als ihr eigenes Versagen hin. Ja, das sind alles Hirngespinste. Es sind alles Vorstellungen von einer möglichen Zukunft. Das ist Angst. Eine unerwünschte Vorstellung einer unerwünschten Konsequenz. Davor habe ich Angst. Es ist also ein Zustand, den ich mir in der Zukunft ausmale, den ich nicht haben möchte. Und vor diesem Zustand habe ich Angst. Und ich glaube tatsächlich, dass der Zustand nicht eintritt oder dass nichts Schlimmes passiert, wenn ich gewisse Dinge nicht tue, wenn ich gewisse Dinge nicht ausprobiere, wenn ich mir gewisse Dinge nicht traue. Und daran liegt's. Ich habe eine logische Konsequenz gekoppelt. Eben bei der Prüfung. Ich habe eine logische Konsequenz gekoppelt, dass ich versage, dass ich in Prüfungen versagen könnte, dass wenn ich in Prüfungen versage, dass es schlimm ist für mich, dass es schlimme Konsequenzen hat. Deswegen habe ich Angst vor dieser Prüfung, weil ich nicht im gegenwärtigen Moment lebe, weil ich kein Vertrauen habe in das Leben, in das, was ich weiß, in mich, in das, was ich kann. Ein mangelndes Vertrauen in mich als Schöpfer,
In mich als Schöpfer. Ich weiß noch nicht, wie ich als Schöpfer wirke. Ich weiß nicht, was Schöpfertum bedeutet, weil letztendlich ist es Schöpfung. Es ist klare Schöpfung. Angst ist auch Schöpfung. Du erschaffst, du kreierst dir jeweils ein Szenario. Und du kreierst dir ein unerwünschtes Szenario. Und diese Szenarien, die wir uns kreieren in der Zukunft, die haben Sogwirkung für uns. Die haben Sogwirkung, weil da ist unsere Energie drin. Das ist unser Magnet. Der zieht uns an. Und es ist so, so wichtig, dass wir uns dieser Wirkung, dieser Wirkweise von uns, von unserer Aufmerksamkeit, von unserer Energie bewusst sind und klar haben, klar verstehen, klar unserem Verstand sagen, woher die Angst kommt, was die Angst bedeutet und dass sie im Prinzip eine Kreation von mir ist. Und aus diesem Grund kann ich diese Angst verändern und eine Kreation in der Zukunft erschaffen, die mir eben nicht Angst macht, sondern die mich erfreut. Das ist die Wirkweise. Es geht um die Wirkweise. Es wirkt alles gleich, ob ich mir in der Zukunft eine Situation kreiere, die mir Angst macht, oder ob ich mir in Zukunft eine Situation kreiere, vorstelle, die mich erfreut. Und genauso ist es doch mit dem Fliegen. Wenn ich Angst habe zu fliegen, wenn ich Angst habe, in ein Flugzeug einzusteigen, dann habe ich da Horrorgeschichten dran gebastelt an Fliegen, an Flugzeug. Und diese Horrorgeschichten muss ich entlarven und umschreiben. Ich muss sie erkennen, ich muss sie ins Licht bringen, ich muss sie beleuchten, ich muss erkennen, dass es nichts weiteres sind wie Monster, wie Horrorgeschichten, die ich zusammengebaut habe, die ich übernommen habe, die ich aus verschiedenen Quellen übernommen habe, die ich zusammengebaut habe. Und wenn ich ganz tief in mir diese Schöpferkraft erkenne und weiß, dass sie da ist und mir dessen bewusst bin, dann kann ich eben diese Ängste alle loslassen oder auch die Angst, in einem Auto weitere Strecken zu fahren. Auch das sind Geschichten. Da sind Geschichten dran, da sind Erinnerungen dran. Und Erinnerungen sind für mich auch nur Geschichten. Traumata, traumatisierende Geschichten sind das. Monstergeschichten, Horrorgeschichten. Und unser Verstand, unsere Vorstellungskraft, die ist einfach so sehr in der Lage, uns Horrorgeschichten zu präsentieren. Aber genauso ist sie eben in der Lage, uns schöne Geschichten zu präsentieren, Liebesgeschichten zu präsentieren. Und hier kommt es eben darauf an, womit füttere ich meinen Geschichtenproduzierapparat? Mit welchen Geschichten, mit welchen Vorstellungen, mit welchen Erwartungen füttere ich mein System, mein Schöpfersystem? Oben leere ich es rein, meine Geschichten, meine Vorstellungen leere ich da oben rein und dann wird es, egal wie, mir im Außen serviert. Es wird mir im Außen produziert. Und es ist egal, ob es Träume sind, Wunschträume oder Horrorgeschichten, Angstgeschichten. Oder auch die Geschichte, Prüfungsangst haben wir jetzt gehabt, Autofahrangst, Flugangst, Höhenangst. Höhenangst ist auch so etwas. Ich habe ein Horrorszenario. Ohne ein Horrorszenario habe ich keine Angst. Ich kann gar keine Angst haben ohne Horrorszenario. Und wenn ich merke, dass ich eben auch über Höhe, in welchem Sinne auch immer, ein Horrorszenario habe, dann muss ich eben dieses Horrorszenario auf den Tisch legen und sagen, okay, wie viel mehr will ich von diesem Horrorszenario kreieren? Wie viel mehr will ich in die Tiefe gehen dieses Horrorszenarios? Und genauso kann ich eben dieses Horrorszenario aus seiner Tiefe hervorholen und alles transformieren, diese ganzen Horrorszenarien. Und es sind auch Sachen, ich habe zum Beispiel einen großen Teil von meiner Höhenangst, habe ich in einem Dr. Joe Dispenza Retreat ablegen dürfen, wo ich so eine Leiter, so ein Gerüst hochklettern musste, aber voll gesichert.
Und ich wusste es. Mein logischer Verstand wurde vorher von mir ganz klar informiert, dass hier nichts passieren kann. Und zwar tiefgründig, tiefgehend wurde er informiert. Ich habe es gespürt, ich habe mich reingelegt, ich habe gemerkt und ich habe das langsam aufgebaut, so dass ich wusste, ja, ich bin noch gesichert. So fühlt es sich an, wenn ich gesichert bin. Ja, so fühlt es sich an, wenn ich gesichert bin. Und dann bin ich weitergegangen und dann über einen hohen Balken balanciert und ich wusste, ich bin gesichert. Und das ist das Wichtige. Ich muss mir beibringen, dass ich gesichert bin. Ich muss wieder anfangen, diese Sicherheit zu spüren. Das kenne ich auch aus dem Skifahren, wenn ich traumatisierte Skischüler, Erwachsene habe, die von ihren Partnern auf die Ski gezwungen worden sind, ohne von tiefgründiges Sicherheitsgefühl aufgebaut zu haben in Bezug auf Skifahren. Und so gehe ich dort auch vor. Ich gehe in leichtes Gebiet, ich baue diese Sicherheit auf, diese Sicherheit in die Bewegung, diese Sicherheit ins Bremsen können, diese Sicherheit ins Kurve machen können. Das Gleiche ist beim Autofahren. Man muss sich da eben Zeit nehmen, diese Ängste rauszuholen und zu transformieren. Und alle, die immer noch glauben, es ist nicht möglich oder es geht nicht, die haben sich nicht auf den Weg gemacht. Sie haben keine klare Entscheidung getroffen, dass sie Ängste, dass sie Blockaden transformieren wollen. Sie sind nicht hingegangen und haben gesagt, so, und jetzt tue ich all das, was mir die Sicherheit erlaubt, in welchem Lebensbereich auch immer, dass ich diese lerne, dass ich die in meinen Körper bringe, dass ich meinem Körper beibringe, wie es ist, sich unter diesen Bedingungen sicher anzuführen. Und das kann halt manchmal ganz schön dauern, weil ich viele, viele Wiederholungen brauche, um die alten Informationen, die alten Bilder, die alten Geschichten zu überschreiben. Und so geht das. So geht das mit der Angst. Und ich muss mir dort einfach eine Entscheidung erlauben, die sagen, so, und jetzt tue ich das, was nötig ist, um diese Sicherheit in mir selber herzustellen und um zu verstehen, wie das Außen aus meinem Inneren, aus meinen Vorstellungen, aus meinen Überzeugungen entsteht. Und wer sich diese Entscheidung nicht nimmt und dann Folge leistet, der muss nicht auf ein Wunder warten, weil es gibt kein Wunder, das von außen kommt. Es ist alles ein Wunder, das im Innen kreiert wird. Jede Veränderung, und sei sie noch so wunderhaft und wundersam, wird in meinem Inneren durch meine Vorstellung kreiert. Und auch diese Horrorgeschichte und diese Horrorvorstellungen, die mir Angst bereiten, kommen nirgendwo anders her als aus meiner inneren Welt. Und da darf ich reingehen. Und da darf ich hinschauen, wo sie sind und wie sie verankert sind, wie sie vernetzt sind in meinen Vorstellungen, in meinen Zusammenhängen. Und die muss ich verändern. Ich muss sie verändern. Und weil ich ja so verharzt bin, weil ich ja so festsitze in meiner Vorstellung, in meinen Zusammenhängen, in meinen Rückschlüssen, in meinen Glaubenssätzen, in meinen Glaubensmustern, brauche ich hier eine anständige Unterstützung, einen Wegweiser, jemanden, der genau draufblickt. Und der mich führt, aus meinen Verirrungen, aus meinen Verwirrungen herausführt und mir die Wahrheit und die Klarheit präsentiert, die außerhalb meines verwirrten Glaubens und Denkens genauso herrscht, die da ist. Diese Wahrheit und diese Klarheit ist immer da, aber ich finde sie nicht, weil ich eingesperrt bin in meinem harzigen Denken, Glauben, und in meinen harzigen Überzeugungen. Und deswegen kann ich jedem, der eben Angst, weil das ist jetzt das Thema hier, geht es um Angst. Angst, was auch immer machen zu wollen, können zu wollen, Angst, diese Angst zu überwinden, ist
eine Selbsterfahrung seines eigenen Seins, auf die ich mich so sehr verlassen kann, ich als Schöpfer. Und dann kann ich alle Angst loslassen, weil ich die Sicherheit, die ich brauche, in mir selbst generiere, weil ich weiß, diese Sicherheit ist da, die steht mir jederzeit zur Verfügung, wenn ich in diesen Raum, in diesen Bewusstseinsraum meines sicheren Seins, meines göttlichen Seins, meines fehlerfreien, angstfreien Seins betrete. Und diesen Raum, den kann dir jemand anders eröffnen, wenn du es selber gerade nicht schaffst. Wenn du selber gerade nicht rauskommst, nicht weiterkommst, wenn du selber gerade stecken bleibst. Und das ist genau das, was ich jetzt in einer Turbozeit gemacht habe mit meinen VIP-Coachings, diesen Raum eröffnet, alles auseinandergenommen habe, wieder richtig zusammengebüschelt habe mit dem jeweiligen Coachee. Und dann gibt es einen sauberen Tisch, von dem du anfangen kannst, wieder dich selbst zu erschaffen, deine neue Umwelt zu erschaffen, deine neuen Lebensziele zu erschaffen. Wenn diese ganzen Ängste aus dem Weg sind, kannst du ja erst richtig frei sein und aus der Freiheit heraus all das genießen, was du dir kreieren kannst. Weil so viele Menschen kreieren sich auch wirklich ein wunderbares Leben und sie genießen es nicht. Sie können es nicht genießen, weil auch hier wieder Fehlinformationen am Start sind, die jegliches Genießen, jegliches sich fallen lassen, jegliches Vertrauen nicht zulassen. Und das ist meine Mission, den Menschen das wieder zurückzugeben. Dieses ganz tiefe Wissen, dieses tiefe Vertrauen in sich, in ihre Schöpferkraft. Und ich freue mich, wenn du dich noch meldest, vielleicht für einen der VIP-Tage, die es gibt. Oder ja, ich bin dran. Ich möchte einen kleinen Mini-Masterkurs machen, eine Masterclass tatsächlich zum Thema Gedankenlesen. Und es ist nicht das, was du glaubst. Es ist ganz, ganz anders, die Sache mit dem Gedankenlesen. Und so viele haben die Vorstellung, dass wenn sie die Gedanken anderer Menschen lesen können, dass das Leben dann einfacher wäre. Dass sie dann keine Angst haben müssen vor anderen Menschen. Viele Menschen haben tatsächlich Angst davor, was die anderen denken. Und wie wäre es, wenn du die Gedanken dieser anderen Menschen lesen könntest? Das wäre das eine. Aber das Zweite wäre doch, was würdest du mit diesem Wissen anfangen? Wie würde sich dein Leben verändern, wenn du tatsächlich die Gedanken der anderen lesen und verändern könntest? Überleg mal, vielleicht ist dann diese Masterclass für dich. Auf jeden Fall, alle, die hier noch gebremst sind durch Angst, durch Sorge, Sorge ist auch Angst, ja, die bitte ich doch, sich auf den Weg zu machen, um diesen ganzen Bullshit aufzuräumen, weil wenn du es aufräumst für dich, räumst du es für alle auf. Nur so funktioniert es. Jegliche Arbeit, die wir für uns machen, das geilste Leben, das wir für uns kreieren, hat Einfluss auf die ganze Welt. Du bist wichtig und deswegen ist es wichtig, dass du dir alles erlaubst. Und du brauchst keine Angst zu haben. Diese Ängste sind eigentlich nur Märchen. In diesem Sinne wünsche ich dir noch einen schönen Tag und ich habe, glaube ich, noch zwei weitere Fragen, die ich in der nächsten Zeit beantworten werde aus diesem Post. Und wenn du das hörst und selber auch noch eine Frage hast, such den Post. Den habe ich, glaube ich, sogar unter den Anmerkungen hier in der Facebook-Gruppe festgemacht und schreib einfach deine Frage drunter. Happy Day!